Oh mein Gott, Nico wird so ausrasten. Ich habe es mir gerade so ein bisschen mit den Hunden bequem gemacht, weil die chillt da hinten. Einen Tee habe ich mir auch bereitgestellt, der steht hier neben mir. Und ich möchte mit euch zusammen heute das Tauschpaket von der lieben Vanessa von FrenchBulldog.Bruno auspacken. Da freue ich mich schon riesig drauf. Wir haben das Video auch schon länger geplant. Und wenn ihr gerne sehen möchtet, was ich Vanessa und Bruno geschickt habe, dann schaut doch super gerne auf ihrem YouTube-Kanal mal vorbei. Den verlinke ich euch am Ende des Videos und auch nochmal in der Infobox. Wobei ich denke, dass viele von euch auch die Videos von Vanessa schon kennen. Ich selbst gucke sie nämlich auch sehr gerne. Und ich würde sagen, ich trinke jetzt nochmal einen Schluck von meinem Tee und dann fangen wir an und packen das Päckchen aus. Es muss auch echt interessant gerochen haben. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber als ich es hochgetragen habe, ja, ist mir Bailey nicht mehr von der Seite gewichen. Ihre Nase hat am Päckchen geklebt. Ich hole es mal vor. Der Karton fällt einem natürlich schon sehr stark ins Auge. Da hat sich Vanessa Gummistiefel von Jules bestellt. Sehr empfehlenswert, habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe auch gesehen, sie hat fast die gleichen. Meine sind nur ein bisschen höher, also der Schaft ist bei mir höher. Aber der Aufdruck war der gleiche. Ja, sehr, sehr cool. Aber Gummistiefel sind heute nicht unser Thema. Ich mache das jetzt mal zusammen mit euch auf. Immer noch einen Klebestreifen vergessen. Ich bin aber auch immer so nervös beim Paket aufpacken, weil ich einfach so gespannt bin. Ach cool, da ist ja ein richtig langer Brief drin. So einen langen Brief habe ich dir nicht geschrieben. Liebe Laura, liebe Plio und liebe Bailey. Endlich könnt ihr das Paket in euren Händen halten, was wir schon seit November geplant haben. Die eingepackten Sachen sind mit Nummern versehen. Fange bitte bei 1 an. Okay. Zu jedem Teil habe ich euch etwas unten mit der dazugehörigen Nummer geschrieben. Viel Spaß beim Auspacken wünschen euch Bruno und Vanessa vom Kanal FrenchBulldog.Bruno. Ach, richtig cool. Also so sieht der Brief aus. Wir fangen jetzt einfach mal bei der Nummer 1 an. Das ist die Kategorie persönlicher Favorit. Also wir haben die einzelnen Sachen, die wir gekauft haben, in Kategorien eingeteilt, weil wir das ja etwas schöner fanden, auch für euch, für das Video. Und die erste Kategorie ist jetzt also persönlicher Favorit. Und das ist das hier. Alles schön in Geschenkpapier eingepackt. Richtig toll. Ja, da wird Baby wach. Riech mal dran. Ist da vielleicht was zu essen? Willst du es aufmachen? Ich zeige es euch erstmal. So. Ich glaube, das gebe ich dir jetzt besser nicht, weil sonst ist es kaputt. Und zwar in Nummer 1 ist drin der Kongsum Krum. Wir lieben den Kongsum Krum über alles, schreibt Vanessa. In kreisenden Bewegungen bekommt man echt viel Fell damit raus. Und das, obwohl Bruno gar nicht so viel Fell hat. Das ist wirklich die beste Bürste, die wir hatten und Bruno genießt es auch, wenn ich ihn damit bürste. Ja, super cool. Plio liebt es tatsächlich, gebürstet zu werden. Baby hält es noch nicht so lange aus, aber wir werden den auf alle Fälle mal testen. Freue ich mich riesig drüber. Vielen Dank. Dann lege ich den jetzt am besten hin, dass sie ihn nicht zerstört. Nummer 2 ist die Kategorie Lieblingsknabberei. Das suche ich gerade mal. Hier ist es. Oh ja, das riecht gut, hä? Plio guckt auch schon da hinten. Ist zweimal drin für beide Hunde. 1. So sieht's aus. Und das ist Ocanis XXL Zigarre aus Hirschfleisch. Zwar werden diese Zigarren nicht lange halten, ich glaube selbst Bruno braucht dafür nur eine Minute, aber er liebt sie dafür einfach. Ebenso gefällt die Zusammensetzung super mit 100% Muskelfleisch, ein Favorit von uns zwei. Dann kann jeder eine Zigarre essen. Ja, sehr cool. 100% Muskelfleisch, super, dass du darauf auch geachtet hast. Wirklich richtig gut. Ich überlege gerade, nee, ich gebe sie ihnen am Schluss, weil sonst fressen die hier auf dem Bett, das möchte ich nicht. So, und dann kommen wir zur Nummer 3. Vielleicht sollte ich dazu sagen, es sind insgesamt 6 Kategorien.
Beziehungsweise 5 hatten wir, glaube ich, ausgesucht. Vanessa hat noch eine Überraschung mit reingelegt. So, die dritte Kategorie ist Spiel und Spaß. Auch das machen wir. Oh mein Gott, Nico wird so ausrasten, Vanessa. Der wird sich so freuen, ohne Witz. Ey, du glaubst nicht, wie lange er so ein Teil kaufen wollte. Wir haben es zum Glück bisher noch nicht gemacht. Ist von Fit and Fun. Ich glaube, ihr könnt es erkennen, so ein Wurfarm. Bailey liebt Bälle, muss man dazu sagen. Also die ist ein richtiger Ball-Junkie und ich freue mich auch, merkst du. Aber Nico wird, glaube ich, richtig ausrasten. So, was haben wir da stehen? Wurfschleuder mit Ball. Bei diesen regnerischen und matschigen Tagen hat man ja nicht immer Lust, den matschigen Ball, den der Hund bringt, anzufassen. Ja, das stimmt. Ach cool, damit kann man den sogar dann aufnehmen wieder. Deshalb ein super Alltagshelfer. Man kann damit weit werfen und ebenso hat man hinterher keine matschigen Hände. Das Tolle ist, sollte der Ball kaputt gehen, dann passt auch die Chucket-Bälle in die Schleuder. Haben selbst dieselbe und ist schon ausprobiert. Ja, richtig. Perfekt. Chucket-Bälle lieben wir auch. Also von daher, ja, hast du gehört. Auch dein Chucket-Ball wird reinpassen. Das ist so ein bisschen fies, weil ich ihr das jetzt alles vor die Nase halte und dann wieder abnehme, damit sie es nicht zerstört. Nummer 4 ist die Kategorie Accessoire. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich lese jetzt mal direkt am Anfang. Wolters Adressanhänger. Wir lieben diesen einfachen Adressanhänger, da er der einzige ist, der mal nicht klimpert, wenn der Hund sich bewegt. Ebenso ist er wasserfest und somit auch für die Wasserratte Bailey geeignet. Wieder einen für Plio und für Bailey. Oh, das ist ja echt süß, dass du immer an beide denkst. So, Nummer 4 suche ich direkt mal hier. Hätte ich mir auch denken können, dass das das Kleinste ist. Ja, cool. Die kann ich euch zeigen, Leute. Man sieht nämlich die Adresse nicht. Ne, die kann man dann hier reinpacken. Sehr gute Idee. Vor allem bei den Mengen an Halsbändern, die wir auch tatsächlich haben und ich nicht ständig die Anhänger tauschen möchte, braucht man dann auch an jedem Halsband einen Adressanhänger. Wer kennt dieses Luxusproblem noch? Vielen Dank, Vanessa. Lege ich auch mal zur Seite. So, dann kommen wir zur 5. Kategorie. Die heißt mit Liebe selbst gemacht. Ich glaube, ich habe gerade Nico gehört. Also wenn die Hunde gleich ausflippen und vom Bett springen, dann kommt er die Tür rein. Ich glaube, ich muss eine kurze Unterbrechung einlegen, bis Nico das Haus betreten hat. Sonst crashen die zwei mir mein Video. So, bleib stehen. Weißt du, was die Vanessa uns geschenkt hat? Was denn? Hm? Ja! Guck mal. Wobei, du jagst da eh nicht hinterher, aber du. Guck mal. Ich hab schon gesagt vorhin, du wirst dich bestimmt voll freuen. Ja. Nee, natürlich. Bailey, bring's her. Sonst machst du dich kaputt. So, jetzt zurück zum eigentlichen Video. Und zwar waren wir bei der Kategorie 5 mit Liebe selbst gemacht. Hier drin, habe ich schon mal aufgemacht. Wollen wir mal sehen, was die Vanessa gezaubert hat. Sie hat genäht. Ach, schön. Cool. Guck mal, eine Fliege. Du willst immer alles essen. Das ist unglaublich. Labrador. So, Fliege mit Band. Da ich in euren Videos gesehen habe, dass Bailey eine Fliege von Wish bekommen hat, habe ich auch noch eine für Plio genäht. Ach schön. Die Fliege kannst du entweder mit dem Band benutzen oder aber auch an jedes beliebige Halsband machen, da auf der Rückseite Gummibänder als Schlaufen eingenäht sind. Sehr, sehr gute Idee. Richtig cool. Ohne Witz, perfekter könnte die Größe nicht sein. Na? Und? Was geht? Cool, oder, Pleasy? Steht ihr richtig gut. Ich mag generell auch Rot super gerne an Plio. Diese Kamera, Leute. Oh, ich sag's euch. So, als letztes steht hier die Überraschung drauf.
Und zwar ist es Lammlunge. Diese Lammlunge ist so klein geschnitten, dass man sie super zum Tricksen oder auch für den Rückruf benutzen kann. Und wieder 100% natürlich. Super, als hättest du es geahnt, dass Bailey mich im Moment echt zur Verzweiflung bringt, was den Rückruf angeht. Sie hat wirklich, ich würde fast sogar schon sagen, zu 100% immer auf den Rückruf gehört. Und in letzter Zeit, ich hoffe, es ist wirklich nur so eine Phase, ja, hört sie nicht mehr allzu gut. Deshalb benutze ich dann deine Lammlunge. Das ist auch ein richtig großes Päckchen, ich mache das mal aus. Benutze ich das dann einfach, um so ein paar grundlegende Sachen mal wieder aufzufrischen. Cool, also Lammlunge kommt auch immer super gut bei den Mädels an, kann ich jetzt schon mal sagen. So wie versprochen, kriegen die beiden jetzt mal hier ihre Zigarre. Ich pack die mal auf und schicke die beiden dann ins Körbchen und gebe sie ihnen. Plio riecht schon. Oh. Geruch würde ich als Hund auch ausflippen. Sorry, dass das jetzt so ein bisschen dunkel ist. Bitteschön. Auf deinen Platz. Super, ihr seht jetzt gerade nicht allzu viel, aber ist ja nicht sonderlich tragisch. So, die Hunde haben ihre Zigarren aufgegessen. Die scheinen wirklich sehr, sehr lecker gewesen zu sein. Die waren 0,0 weg. Vielen Dank, Vanessa, nochmal für das Paket. Du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Wir haben uns alle gefreut. Die Hunde, ich und Nico hat sich auch noch gefreut. Schaut, wie gesagt, sehr gerne mal auf dem Kanal von FrenchBulldog.Bruno vorbei, um sozusagen das Gegenstück zu diesem Video zu sehen. Also zu sehen, was ich mir habe einfallen lassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag und hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Tschüss!